Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Guide, um die 100% der Artefakte zu holen von Lightyear Frontier. Heute befinden wir uns wieder in den Kiefernhöhlen und zwar ganz genau hier oben auf der Karte. Das erreicht man eigentlich ganz einfach, indem man vom Startgebiet, das ist ungefähr hier, einmal den Berg hochgeht. Ihr nehmt am besten da den Aufgang, wo der Teichfelsen drin ist, wo das so aussieht, als ob Wasser hochkommt. Lauft hier oben rum, macht da den Schleim weg, wenn er nicht schon weg ist. Und dann kommt ihr hier hin und hier haben wir dann das Gebiet. Wir holen uns alle neuen Artefakte in den Kiefernhöhen, um den Damm zu 100% abzuschließen. Und zwar müssen wir hier insgesamt 9 Artefakte finden. Leider ist es jetzt gerade natürlich dunkel geworden in dem Moment, wo ich angefangen habe zu filmen, wie das leider immer so ist. Und wir müssen natürlich auch noch öfter mal in den Ego-Modus reingehen, was natürlich sehr nervig ist, weil man da jetzt halb in der Dunkelheit nicht so viel sieht. Ich hoffe, ich kann jetzt hier... Ja, ich komme hier rüber. So, einmal hier oben, wenn ihr hochgeht, findet ihr schon mal das erste Artefakt. Und ihr könnt, wenn ihr hier geradeaus weitergeht, auch sehen, hier oben sind nochmal versteinerte Eier. Ich weiß nicht, ob die immer dabei sind, aber die könnt ihr natürlich trotzdem auch mitnehmen. Ich werde sie mir jetzt erstmal so da unten reinwerfen, damit ich später nochmal drankomme, damit ich nicht vergesse, die nachher mitzunehmen. Ja, wenn ihr jetzt hier unten einmal runtergeht, dann könnt ihr in diese, ja, Höhle in Anführungszeichen reingehen und da findet ihr das zweite Artefakt. Dann gehen wir einmal wieder zurück, damit ich hier wieder eine bessere Übersicht bekomme. Hier unten geradeaus übrigens gibt es noch eine Höhle, das nur mal am Rande angemerkt. Die gehört ebenfalls dazu und es sieht übrigens auch sehr, sehr schön hier drinnen aus. Also finde ich zumindest. Da oben gibt es ein weiteres Artefakt. Ihr könnt das auch immer sehr schön übrigens daran erkennen, ob der Bereich noch dazugehört, weil hier diese Platten den Bereich markieren, wo ihr entlang gehen solltet und eben müsst. Hier ist wie gesagt das dritte Artefakt. Ich bin mir nicht sicher, ob man... Ja genau, das ist ein Insektenfossil. Das könnt ihr euch auch noch rausholen. Das nehmen wir gleich auf dem Rückweg mit. Und es handelt sich hier um eine normale Höhle. Das heißt, ihr könnt hier auch Kohle... Ja, es war glaube ich nur Kohle finden. Ja, nur Kohle. Dann hier hinten in der Ecke gibt es ebenfalls nochmal ein Artefakt. Und dann haben wir quasi schon mal die Hälfte erledigt. Ich werde jetzt das Fossil mal eben mit nach draußen nehmen. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne die Kohle rausholen, euch schnappen und dann zu eurem Mech zurückbringen. So, dann gibt es hier rechts nochmal einen Bereich, da könnt ihr reingehen und rüberhopsen. Da ist dann das fünfte Artefakt, was ihr finden könnt. Dann gehen wir den Bereich wieder zurück. Ich gehe jetzt mal in den Mesh rein, damit man hier eine bessere Übersicht hat. Weil gerade wenn es so dunkel ist, ist es natürlich so ein bisschen, ich finde unübersichtlich, weil man es dann nicht so gut sieht, wie wenn man jetzt mit dem Mesh hier rumläuft. Ihr solltet dann natürlich die Säge reinmachen und dann könnt ihr euch hier das sechste Artefakt holen. Und ihr seht schon hier, das ist dann so die Grenze. Ne? Also hier hört es dann auf mit diesen lilanen Farben. Und da hinten braucht ihr dann gar nicht mehr zu gucken. Da oben ist übrigens noch ein Artefakt. Ich schaue noch mal kurz hier unten in der Ecke. Nein, da war keins. Boah, wieso läuft der jetzt so langsam? Eigentlich bin ich auf der Sprint-Taste, aber leider funktioniert das im Moment nicht immer so hundertprozentig im Spiel. Hui, nicht drüber springen. Hier oben ist auf jeden Fall dann das siebte Artefakt. Und wenn ihr dann hier runter geht, ich war mir nicht mehr sicher, und hier durchhüpft, wenn ich denn durchkomme, da ist das achte Artefakt. Ne, hier an diesem Baum, wo auch der, der Felsen hier direkt daneben ist.
Ja, und das letzte und neunte Artefakt, das befindet sich dann dort oben. Also ich bin jetzt von da hinten nach hier rüber gelaufen. Da können wir natürlich nicht so einfach hin mit dem normalen Mesh. Das heißt, wir müssen dann wieder klettern. Ich habe es eben vergessen mitzunehmen, als wir hier oben waren und das erste Artefakt geholt haben. Das heißt, da könnt ihr dann einfach noch weiter nach oben laufen. Da habe ich euch dann da hinten die Eier gezeigt und habe total vergessen, dass hier ebenfalls nochmal ein Artefakt ist. Und damit haben wir dann die 100% vom Damm erkundet. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, schreibt auch gerne einen Kommentar und schaut euch gerne auch meine restlichen Videos zu den 100% Artefakten an. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.